Ich habe wieder eine abschnittsweise definierte Funktion und die muss ich auf Stetigkeit oder Differenzierbarkeit überprüfen. Statt zu fragen, ob die Funktion differenzierbar ist, könnte ich auch sagen, ist die Funktion knickfrei bzw. ist die Funktion glatt? Das wäre die gleiche Fragestellung. Also, wie gehe ich vor? Damit eine Funktion stetig ist, müssen beide y-Werte gleich sein, also von dieser Teilfunktion und von der Teilfunktion. Also mache ich Folgendes. Ich setze in beide Funktionen den x-Wert von dieser Sprungstelle ein und schaue, ob die gleichen y-Werte rauskommen. Also ich probiere die 3 in die erste Teilfunktion einzusetzen, ich probiere sie in die zweite Teilfunktion einzusetzen. Wenn beide Male das gleiche rauskommt, ist die Funktion stetig. Also hier habe ich minus 3 Quadrat plus 4 mal 3 gleich. Wenn ich in die zweite Funktion einsetze, habe ich minus 3 plus 6. 3 Quadrat gibt 9, mit dem Minus sind minus 9, plus 4 mal 3 sind 12, minus 9 plus 12 sind 3. Da drüben minus 3 plus 6 ist 3. Jo, meine Funktion ist stetig. Das heißt, ich weiß schon mal, f von x ist stetig. Jetzt kommt die große Preisfrage, ist die Funktion differenzierbar? Damit eine Funktion differenzierbar ist, muss sie stetig sein. Das ist sie ja. Und die y-Werte müssen gleich sein. Das heißt, ich setze die 3 in die Ableitung von der ersten Teilfunktion, setze die 3 in die Ableitung von der zweiten Teilfunktion und wenn das Gleiche rauskommt, ist die Funktion differenzierbar. Bedeutet allerdings, ich brauche erst noch die Ableitung. Also machen wir die Ableitung. Minus x Quadrat plus 4x abgeleitet. Minus x Quadrat sind minus 2x. 4x abgeleitet sind 4. Das gilt für x kleiner 3. Das untere minus x abgeleitet gibt minus 1. Die 6 fällt weg. Also setzen wir es ein. Wenn ich die 3 in die erste Teilfunktion einsetze, habe ich minus 2 mal 3 plus 4. Wenn ich die 3 in die zweite Teilfunktion einsetze, kann ich gar nicht. Das heißt, das bleibt minus 1. Minus 6 plus 4 sind minus 2. Gleich minus 1 ist natürlich ein Widerspruch, falsch. Das heißt, meine Funktion ist nicht differenzierbar. Das heißt also zusammengefasst, die Funktion ist stetig, weil die y-Werte gleich sind. Ist aber nicht differenzierbar, weil die Steigungen unterschiedlich sind.